Trotzdem, bevor ich jetzt irgendwas mache, das in die Sicherheit bringen. So, gehen wir es zur Sicherheit direkt mal hier rein. Was weiß ich. Ey, wir hatten sogar noch eine Spitzhacke. Tja. Ja, okay. Und Kohle haben wir 64, ganz genau sogar. Obsidian haben wir auch schon eins. Das heißt, noch drei Obsidian brauchen wir. Ey. Ah, nur Bogenschützen hier. Und dann auch noch im Wasser. Geht's weg, Mann. Geh weg! So. Was machen wir, bis die Nacht um ist? Wieder ein bisschen leveln. Klar, für die Kiste muss man doch irgendwie leveln und Levels verbrauchen. Warum leveln wir uns jetzt nicht ein bisschen? Ja, dann beseitigen wir da ein paar Typen. Oh Mann, die Spinnen sind jetzt total unauffällig, ne? Aber sieht auch irgendwie gut aus. Aber Schwarz-Rot hat auch sehr gut ausgeschaut. Oh, alle drei Monster zusammen versammeln. Ey, nicht alle drei, Mann. Er explodiert. Au! Oh, jetzt alle vier zusammen. Ah, oh. Geht weg, geht weg, geht weg. Willst du mich verarschen, du Bogenschütze? Ey, ihr wollt mich doch alle hier verarschen. Ja. Jetzt kämpfen die zwei. Wer wird wohl gewinnen? Der sich langsam bewegende Zombie. Oh Mann, der Bogenschütze ist echt badass. Der haut alle weg. Jetzt reicht's, jetzt stirbst du. Jetzt stirbst du. Ja. Oh yeah. Oh, da gibt's genug Monster, Mann. Was für eine schöne Insel. Mann, ich darf nicht so viel Schaden entstecken. Geh weg. Weg, im Wasser habe ich einen kleinen Nachteil. Mann, hoffentlich fliegt dir dein Schädel sonst wohin. So. Sind sie schon wieder vor meinem Haus, Mann? Solche Penner. Ey, Mann. Warum nach Monstern suchen? Da wo unser Haus errichtet wurde, ist doch die reinste monsterverseuchte Stadt ever. Und wisst ihr was, Leute? Dabei habe ich noch nicht mal auf Hard. Jetzt geht's erst richtig los. So, wir müssen jetzt richtig viel leveln. Oh yeah. Wie weit ist denn. Ah, ist schon kurz vorm Untergehen, hä? Aber noch immer lang genug, dass wir auch sterben könnten. So. Schon Level 16.
Monster. So. Nein, tu mir nicht weh, ich bin schon wieder im Wasser. Oh, oh, oh. Ey, yo, Sandlieb ist creepy. So, jetzt schlage ich dich mit Feuerzeug. Ja, Creeper sind so ungemein. Bringen einfach alle um. Jetzt lass mich mal in Ruhe, Alter. Ey, die Sonne ist schon wieder am Aufgehen. Oh Mann. Wisst ihr was, Leute? Ich zock ab jetzt immer auf hart. Oh yeah. Ja, ja, das Chicken da voll unauffällig. Ja, leg doch dein Ei am Ende der Welt. Wir brauchen das Ei. So. Noch sind die Monster nicht verschwunden. Ich will lieber kein Risiko eingehen, dass ich so am Obsidianer-Bomb bin und dann kommt auf einmal so ein Mega-Creeper hinten an. Obwohl, was heißt hier Mega-Creeper? Mega Creeper gibt es Gott sei Dank nicht. So, jetzt sind die alle am Verbrennen. Okay, ich glaube, wir können loslegen. Hm, hoffe ich. Denke ich. Wow. So. Na dann mal los. Mal schauen, ob da unten direkt die Lava ist, damit das Obsidian eh schön verbrennt. Nein, was mache ich? Okay, warte, ich leg das jetzt so hin. So, okay. Oh, Chicken. Nein! Nein! Obwohl. Nein! So. Bei dem weiß ich jetzt bestimmt, dass der überleben wird. Also das Obsidianstück. Yeah! So, bei dem weiß ich es wiederum nicht. Ja, geht aber. So, jetzt noch ein Obsidian. Machen wir einfach hier. Hier weiß ich es auch bestimmt, dass überleben wird. Okay. Dann mal los. Alles craften. Ja, Diamant brauchen wir auch noch mit. Okay, wir können rauf. Ha! So. Oh, Mann. Ja, geben wir mal die Kohle einfach so hin. Obwohl, jetzt haben wir es wieder unten nicht reingeben. Mann, was sind wir noch für schlechte Menschen? So. Das hier. Ja, okay, das hat keine Kohle mehr. Ich spende dir Kohle, Kumpel. Wo ist er? Da. So. Buch. Diamanten und Obsidian. So, das ging jetzt irgendwie doch so.
Heldentat vollbracht. Wir sind ein Zauberer, weil wir einen Zaubertisch hergezaubert haben. Jetzt ist die Frage, wo platzieren wir den Zaubertisch? Ich meine, wenn man den abbauen kann, dann ist kein Problem. Dann können wir ihn hier platzieren. Doch, wenn man ihn nicht abbauen kann, dann würde ich ihn direkt im neuen Haus platzieren. Aber ich denke mal, man kann den abbauen, hoffentlich. Also platziere ich ihn hier. Oh, hey. Ah. Okay. Ja. Nehmen wir an, ich will das hier... Das sind ja voll die coolen Zeichen. Auf welcher Sprache habe ich nochmal eingestellt? Oh, verdammt. Okay. Da kommen immer andere Sachen, Leute. Machen wir mal das. Ja, machen wir das. Schärfe 1. Schärfe 1, okay. So wie beim Monster Hunter, was? Okay, Mann. So, warte. So, brat mal kurz mein Chicken hier, Alter. Dabei gebe ich noch die Sachen hier rein, bevor ich mich mit der Maschine beschäftige. Kies, nee. Okay, dann noch mehr Zauberbuch. Die Spitzhacke ist brandneu, da will ich auf jeden Fall das teuerste. Ist 5 wahrscheinlich. Unzerstörbarkeit 1. Kann man da mehrere Zauber eigentlich drauf? Ne, eh nur einen. Diamantschaufel machen wir des billigsten. Effektivität 1. Das heißt, mit dem geht es wahrscheinlich ein bisschen schneller jetzt zum Abbauen. Das erhält länger und das ist stärker. Okay. Alles klar, Leute. Dann habe ich jetzt die Maschine auch benutzt. Ist sehr hilfreich, muss ich sagen. Oh, und wir sind wieder auf Level 8 zurückbefördert. Naja, Wayne. Hey, kann man... Nee, das Feuerzeug kann man bestimmt nicht verstärken. Wayne. So, jetzt haben wir die Maschine auch schon mal ausprobiert. Ich finde, sie ist eigentlich ziemlich cool. Jo. Hey, Moment, da ist mir gerade was eingefallen. Ich weiß nicht, sollen wir das mit der Rüstung machen oder mit einer neuen? Weil ich glaube, Rüstungen kann man doch auch verstärken, oder? Nee. Ich weiß nicht. So Leute, im nächsten Part gehen wir auf jeden Fall entweder hier das Haus weitermachen oder wir gehen in den noch nicht fertigen Dungeon, um weitere Eisen zu suchen, damit wir dann die Eisenrüstung auch so verstärken, falls sich das von den Level hier ausgeht, keine Ahnung. Aber vielleicht auch Haus, egal, wir sehen uns im nächsten Part. Ciao Leute!